In einem Weltcup-Finale ist immer etwas sehr Spezielles. Der letzte Kampf um die Kugel, da geht es nochmal um alles. Es ist ein Riesenslalom, den würde ich gerne jedes Jahr fahren, weil er selektioniert, er verlangt etwas von uns Fahrern. Es ist richtig steil. Es hat nie eine Pause drin, man hat nie Zeit, um irgendwo zu erholen. Es geht vom Start bis ins Ziel, wird man technisch sehr gefordert. Als Ort selber zeichnet Lenzerheide einfach die wunderbaren Kulissen aus. Man merkt auch, was für ein Know-how dahinter steckt, wenn so ein Weltcup wirklich gut organisiert ist. Das ganze Organisationskomitee, alle Helfer, das ist eine Leidenschaft, die aneinander verbindet. Und ohne die wäre kein einziges Rennen möglich. Wir möchten den Standard des Weltcup-Finals, den die Lenzerheide in den letzten Jahren aufgebaut hat, noch einen Schritt weiterbringen, damit die ganze Skifamilie heimgeht und sagt, wow, die Lenzerheide ist halt schon super gewesen.